Morgen! Schlaganfall und Herzinfarkt ist Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Ein Baustein ist nachgewiesenermaßen die tierische Ernährung. Aber einen weiteren Baustein möchte ich Euch heute anhand einer aktuellen Studie, die letzte Woche im JAMA Neurology veröffentlicht wurde, vorstellen. Und zwar ist das die Antibabypille. Ich meine, generell sollte man, wenn man eine natürliche und gesunde Lebensweise anstrebt, schon intuitiv diesen Chemiecocktail ablehnen. Aber die Menschen sind konditioniert. Die Pille wurde im Rahmen der Emanzipation der Frau als die Errungenschaft gefeiert, als Sinnbild für Unabhängigkeit und weibliche Sexualität ohne Grenzen. Aber es gibt mittlerweile mehrere Studien teilweise zu verschiedenen Produkten, es gibt ja verschiedene Antibabypillen, als auch generell zur Antibabypille, die deutlich zeigen, dass es, oh Wunder, negative Konsequenzen für die Frau hat, sich mit diesen Chemikalien täglich zuzupumpen. Und ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, Kondome sind zum Kotzen und killen die Lust fast vollständig. Aber zum einen hat eine Frau und natürlich auch ein Mann noch andere Löcher, wo man beidseitig Lust empfinden kann. Und es gibt natürlich auch noch die natürliche Verhütung und da auch wieder sehr viele Varianten. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Heute, liebe Frauen und Männer, möchte ich Euch Ausreden, den Körper oder den Hormonhaushalt des Körpers der Frau künstlich und dauerhaft zu penetrieren. Das kann nach normalem Menschenverstand einfach nicht gesund sein. Und für alle, die noch nicht an diesem Punkt angekommen sind, gibt es heute einen wissenschaftlichen Unterbau. Und nochmal, das ist eine Studie von vielen zum Thema Antibabypille. Generell gilt es als gesichert, also ich sage das jetzt nicht, sondern es gilt als wissenschaftlich gesichert, dass die Antibabypille, egal von welchem Hersteller, zu einer tiefen Venenthrombose führt. Eine Thrombose ist ein Blutgerinnsel, was verhindert, dass das Blut gesund und natürlich durch den Körper fließt. Bisher hat man dieses aber lediglich auf die Becken- und die Beinenvenen bezogen und auch Assoziationen zur Lungenembolie hergestellt. Aber da es auch Venen im Gehirn gibt, die sogenannten Sinusvenen, hat man dann die Vermutung angestellt, dass es eventuell auch in diese Richtung zu Problemen kommen könnte. Und wenn dem so ist, dann spricht man von einer Sinusthrombose. Generell sind mehr als 3/4 der Betroffenen einer solchen Sinusthrombose, wo ja nicht nur die Ursache die Antibabypille ist, jünger als 40 Jahre und weiblich. Entsprechend haben die Forscher dann 1 und 1 zusammengezählt, also was erhöht das Thromboserisiko und wirkt besonders bei jungen Menschen, insbesondere bei Frauen, als kontinuierliches Risiko. Weil diese Daten, dass Frauen häufiger betroffen sind, sind konstant über die Jahre unverändert. Ja, und dann hat man eben dann erstmal die These überhaupt formuliert. Und das ist vor allem auch wichtig bei diesen Studien. Siehe auch meine Rezension zu medizinischen Studien lesen und verstehen oben in den Infokarten. Dass man eine These im Vorfeld formuliert und nicht aus irgendwelchen Daten irgendeine Konklusion rauszieht. Das ist einer der essentiellen Punkte, die gute von schlechten Studien unterscheiden. Indem man vorher eine These aufstellt und anhand von Überlegungen, wie ich sie euch auch dargestellt habe, und nicht irgendwelche Zahlenberge analysiert und sich daraus dann irgendwelche Thesen ableitet. Das hat auch eine Qualität. Aber da die Probleme ist, dass man bei der Durchführung der Untersuchung, wo man auf diese Zahlen gekommen ist, nicht sichergestellt hat, dass entsprechend wie auch immer generierte Werte auch korrekt, vor allem ohne Beeinflussung von anderen Kerngrößen aufgenommen wurden in Bezug auf diese zu untersuchende Größe, ne, wenn man das im Nachgang macht. Ist einfach ein Zeichen von seriösen Studien, zuerst eine These zu erstellen und diese dann anhand einer ausführlichen und vor allem reproduzierbaren Versuchsanordnung zu veri- oder zu falsifizieren. Es wurden dann entsprechend in Amsterdam, wo die Studie stattgefunden hat, Frauen, die an einer Sinusthrombose erkrankt waren, mit gesunden Frauen verglichen. Dabei stellte man eine Korrelation zwischen Antibabypilleneinnahme und Sinusthrombose fest. Nun hat man eben auch entdeckt bzw. wusste eigentlich schon, dass fettleibige Frauen ein generelles höheres Thromboserisiko haben. Und entsprechend hat man dann die Gesamtgruppe der Frauen in schlanke und Frauen mit Adipositas unterteilt. Und dabei hat man dann tatsächlich eine Kausalität zwischen Antibabypille und der Schlaganfall auslösenden Sinusthrombose bestätigen können.
dass sowohl schlanke als auch fettleibige Frauen eben, die die Pille nehmen, ein deutlich erhöhtes Risiko gegenüber eben solchen schlanken und fettleibigen Frauen haben, die nicht die Pille nehmen. So, insgesamt, und jetzt sollte man sich festhalten, haben Frauen, die beide Risikofaktoren vereinen, also fettleibig sind und die Pille nehmen, ein 30-fach erhöhtes Risiko, an der Schlaganfall auslösenden Sinusthrombose zu erkranken. Bei Frauen, die normal und zumindest von den Mengen her gesehen gesund essen und nicht so viel Funde auf den Rippen haben, ist aber trotzdem alleine der Fakt, dass sie die Pille nehmen, dafür verantwortlich, dass das Sinusthrombose-Risiko verfünffacht gegenüber Frauen ist, die darauf verzichten, ihren natürlichen Hormonhaushalt durch die Pille in irgendeiner Weise zu zerstören. Die Studie findet ihr immer wie unten in der Infobox. Auf jeden Fall bestätigt und untermauert diese Studie vorangegangene Studien, wo allgemein ein erhöhtes Schlaganfallrisiko von Frauen, die die Pille nehmen, festgestellt wurde. Denn die Sinusthrombose ist ja nicht die einzige Möglichkeit, wie es zu einem Schlaganfall kommt. Es ist sogar gemessen an den Gesamtschlaganfällen eher untergeordnet zu sehen. Und auch vermuten die Forscher, dass die Pille nicht nur durch die höhere Wahrscheinlichkeit der Sinusthrombose zu einem generell erhöhten Schlaganfallrisiko führt, sondern dass die Pille auch für interkranielle Hypertension verantwortlich ist. Das ist die Krankheit, die man früher in Fachkreisen Pseudotumor cerebi genannt hat. Und mit einem erhöhten Hirndruck und entsprechenden Schmerzen assoziiert wurde, die man aber nie einer konkreten Krankheit zuordnen konnte. Aber dazu wurde aber noch keine epidemiologische Studie durchgeführt und das wird eben nur vermutet. Alles in allem kann man nicht aufhören, vor der Antibabypille zu warnen. Klar ist es im ersten Augenblick die bequemste Variante für volle Lust und keine Kinder, aber die Frau setzt sich damit einem erhöhten Risiko für Schlaganfälle und für andere mit einer Thrombose assoziierten Erkrankung aus. Direkt von Anfang an klarer Geist, natürliche Verhütung, Kondome oder eben auch öfter mal Analsex oder Oralsex, gerade denn wenn die Frau fruchtbar ist, kann man ja da ausweichen. Sowohl die Frau als auch der Mann hat so viele Möglichkeiten zur geistigen und körperlichen sexuellen Stimulation, die weit über das vaginale rein raus hinausgehen, und entsprechend wer da Nachholbedarf hat, der kann sich da auch gerne vertrauensvoll an mich wenden, also jetzt nicht praktisch umgesetzt, aber wer vielleicht ein bisschen Inspiration braucht, ne? Solche Situationen, wo man eben nicht einfach mal besinnungslos übereinander herfallen kann, weil man die Verantwortung für Kinder nicht übernehmen will, sind doch auch wirklich Situationen, die auch die Kreativität steigern können und die Lust zur Kreativität. Zum Thema Kreativität empfehle ich euch das Video hier, was ich mal gebracht habe. Ja, und damit möchte ich mich halt eigentlich von euch auch verabschieden und euch einen wunderschönen Tag wünschen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.